Hallo ihr Lieben, ich bin jetzt gerade im Garten angekommen. Geburtstag ist vorbei. Ich hatte wirklich eine sehr schöne Zeit. Vielen Dank für die ganzen Glückwünsche. Darum soll es heute aber nicht gehen. Ich wollte zwar eigentlich aufräumen, ein bisschen Restebeseitigung machen, vielleicht Aktivkohle in die Beete, aber ich bin so schlapp und fertig und ist heute nicht dran. Ich glaube, heute geht es darum, Energie zu tanken und das kann man auch ganz wunderbar in der Natur. Und dann geht es rüber in den Wald, in die Morseberge in Husum. Denn es geht heute auch ein bisschen um Pilze. Ich öffne mich dem Pilzthema ein wenig, weil da gibt es einiges, was um uns herum wächst. Und ja, das möchte ich euch ein bisschen zeigen. Ihr seht mir das an, ich bin ziemlich zerbombt und erschöpft. Bevor ich hier jetzt an der Wand einschlafe, werde ich rüber zum Wald gehen. Oh, eins habe ich noch vergessen. In diesem Video werde ich nicht nur in den Wald gehen, sondern ich werde auch dann weitergehen in den Stadtgarten. Und da werde ich euch was Schönes Neues verkünden. Seid gespannt, es geht weiter. Da warten ganz tolle Informationen auf euch. So, bevor mir jetzt mein Arm abfällt und ich hier andererseits auch irgendwie im Stehen einschlafe, werde ich meine 7 Sachen packen. Die Sonne strahlt noch ein wenig. Ich möchte das Wetter genießen, ein bisschen regenerieren und die Zeit im Wald genießen. Euch nehme ich ein bisschen mit. Über den Wald geht es dann nachher in den Stadtgarten. Da gibt es was Schönes zu verkünden. Also bleibt dran und ja, ab in den Wald. Süß. So, jetzt bin ich schon fast da. Die Pferde habe ich euch gerade gezeigt. Ein richtig schönes Fleckchen Erde hier. Bin froh, dass wir hier sowas vor der Nase haben. Ich sage euch, dass das so gut hier zu sein, einfach mal andere Gedanken zu kriegen. Und ich erfreue mich so an dieser Pilzsuchgeschichte im Moment. Das hat mich gestern auch zeitweise getragen. Richtig, richtig schön. Ich halte richtig die Augen offen. Ich kann meinen Blick nicht abwenden zu suchen. Das ist echt, das macht Spaß. Das ist echt eine schöne Sache. Kann ich euch auch empfehlen. Geht in den Wald, geht ein bisschen stöbern, Pilze gucken. Vielleicht lernt ihr ja heute was bei mir. Das ist ja mal ein spannender Baum. Finde ich auch. Der wollte direkt Garderobenständer werden. Stummer Diener. Aber ich finde ihn so in der Natur natürlich deutlich schöner. Der hat schon einiges durchgemacht, wie es aussieht. Der war mal dicker hier, war mal mehr. Wir hatten ja ganz doll Sturm hier oben. Hier stand eigentlich alles voll, großer Bäume, alles hin, alles weg. Hier ist nichts zu sehen von dem Pilz. Ich suche mal weiter. Ja, ist nicht so einfach, solche Pilze zu finden. Ich weiß aber, wo welche sind. Also ich werde sie euch auf jeden Fall zeigen. Ich bin immer noch auf dem Weg dahin. Ja, habe immer mal ein paar Fußgänger und Jogger hier so um mich herum, Fußgänger mit Hunden, wie auch immer. Ja, aber ich werde jetzt mal rübergehen und euch direkt zum Pilz führen. Ja, wir kommen der Sache schon näher. Ich stampfe hier gerade durch den Wald, habe einen kleinen Abstecher hier genommen. Oh, was ist da denn? Porzellan und uralter. Okay. Ich habe gerade Müll entdeckt. Sieht aus wie so eine. Vielleicht wurde hier mal Gold geschürft. Und dann uralter Henkel, wie es aussieht. Ja, und ich kann es auch schon sehen, das Fleckchen, wo ich den Pilz entdeckt habe. Oh, ist das schön im Wald. Nebenan zwar die Straße, so richtig Ruhe habe ich nicht. Aber, ja, ich guck mal weiter. Da vorne ist er. So, jetzt stehe ich davor und ich werde sie euch zeigen. Ich freue mich mega. Hier unten sind noch viel mehr, als ich von oben sehen konnte. Und das würde schon für ein paar so als Essen reichen. Ich freue mich. Leider ist die Straße nicht fern. Dennoch liegt das alles ein bisschen tiefer, ist geschützter. Finde das sehr spannend. Müsste man sich mal angucken, wie die Bäume hier generell aussehen, ob die an der Straße eher krank sind. Ansonsten würde ich von denen hier jetzt die Finger lassen, aber ich möchte sie euch zeigen. Und zwar handelt sich das um die Judasohren. Da könnt ihr das sehen. Das sind die Judasohren. Oh, die sind ja lustig. Die sind ja die, oh, das müsst ihr mal ausprobieren. Das ist echt witzig. Voll komisch. Ja, überall. Und wenn ihr mal guckt, hier an dem Teil oben ran, bis oben gibt es Pilze. Ja, ist das nicht schön? Oh, herrlich. Ich gehe nochmal von der anderen Seite ran. Ich dachte, es wäre viel ekliger, diese Pilze anzufassen. Ich habe da richtig so, ja, Angst vor. Weiß ich nicht, ob das Richtige ist, aber so einen gewissen Ekel. Und das ist gar nicht so schlimm, ist wirklich wie so ein Ohrläppchen. Da nehme ich ein paar von mit. Spannend. Hier ist ein Bäumchen weiter höher auch noch mal ein bisschen was. Das sieht aber verbrauchter aus, nicht so schön.
Vielleicht kommt das auch von den Abgasen. Und weitere Judas-Ohren. Wie schön. Endlich kenne ich mal Pilze. Sind jetzt die ersten zwei. Na gut, einen Pfifferling könnte ich auch noch identifizieren im Wald. Champignons oder sowas auch. Sofern sowas überhaupt im Wald wachsen kann. Aber ich glaube, das passiert da alles über Zucht. Ja, hier bin ich jetzt fertig. Ich denke, das reicht als erstes so für uns. Damit ihr mal wisst, welcher Pilz das ist. Und jetzt hüpfe ich nochmal rüber und suche an einer anderen Stelle noch nach Pilzen. Da habe ich noch einen gesehen. Moment. Auf jeden Fall etwas, woran das wachsen könnte. Mal gucken, ob es auch Judas-Ohren gibt. Soweit ich mir gemerkt habe, geht es auch so um Flieder oder so, wie der heißt, der Baum. Ich kenne mich da nicht so aus. Nein, hier sind keine Judas-Ohren zu sehen. Nix. Da vorne auch nicht. Ja, wie gesagt, ich möchte jetzt mal an eine andere Stelle gehen, die ein bisschen weg von der Straße ist. Damit ich ja, vielleicht was mitnehmen kann zum ne? Verschnagulieren. Hier ist jetzt nichts mit. Da sind Judas-Ohren. Schaut mal einer, guck. Ach, nee. Jetzt habe ich da. Man entwickelt einen Blick dafür. Ich war sonst immer blind für sowas. Auch wenn ich gesucht habe, wusste man eigentlich, wonach man sucht. Und ja, hier ist jemand fleißig am Werk. Schön, dass es gerade windstill ist, weil ich die meiste Zeit. Na, wo habe ich ihn gesehen? Da habe ich ihn gesehen. Ich muss hier ein bisschen durch überall. Wie komme ich denn da hin am besten jetzt? Zip. Oh. Au. Gar nicht so leicht hier durchzukommen. Wo habe ich ihn entdeckt? Hinter mir, da oben schon. Guck mal. Aha! So, da. Da haben wir noch mehr. Judas-Ohren, die könnt ihr futtern. Ab in die Suppe damit. Den Buschfunkistan kann ich euch empfehlen. Da gibt es richtig gute Infos. Wenn ihr Pilze sammelt, passt immer auf. Seid vorsichtig, habt Respekt vor der Sache und seid euch sicher, wenn ihr was zu euch nehmt. Ganz, ganz wichtig. Passt auf euch auf. So, nach dem Judas-Ohren-Spaß möchte ich noch mehr Judas-Ohren finden. Ja, ich werde mir mal einen Weg zurückbahnen und dann geht es mal rüber an eine ganz andere Stelle, die ich gerade schon angekündigt habe. Und merkt ihr, wie gut mir das tut? Ab in die Natur. Da kommt man von all dem Alltagsstress raus. Das tut gut. Pause ist super wichtig. Ach, hier wachsen auch welche. Fangen an zu wachsen. Aber ganz klein, da, ganz klein. So, ich tingle mal weiter und wenn es einen richtig geilen Hotspot gibt wieder, dann zeige ich euch das. Leute, schaut mal da. Na, seht ihr, was ich sehe? Ich freue mich gerade richtig in Keks. Wow, guckt euch das an. Das ist ein Riesenlappen. Ne, Riesenohren. Oh, ist das geil. Hier ist gerade ein bisschen Judas-Ohren-Paradies. Schön, dass das so richtig durchgeht jetzt. Da unten. Wow, guckt euch das an. Da komme ich gar nicht hin. Alles voll und nicht zu knapp. Ein paar sind schon über der Zeit, das sehe ich. Und das Teil nehme ich jetzt mit. Ich habe keine Ahnung, wie man die abmacht. Wahrscheinlich schön weit unten anfassen. Oh, da löst sich was. Ah, das ist ja easy. Guckt euch das an. Ein Judas-Ohr. Das nehme ich mit. Haben den Namen nicht ohne Grund. Und die fühlen sich echt wie Ohrläppchen an. Wie Ohrchen an. Witzig. Ja, mega. Also Suppen können kommen, würde ich sagen. Na, was meint ihr? Oh, das ist so spannend, das Ding. Voll interessant. Ja, ich werde mal ein bisschen weiter eiern hier und mal gucken, ob ich noch mehr finde. Das macht so einen Spaß, Leute. Das habe ich so gebraucht. Ich werde nachher wissen, was ich getan habe, wenn ich zu Hause bin. Ich habe ja noch mehr vor, was in dieses Video soll. Ich habe die Ausmaße noch nicht gewusst zu dem Zeitpunkt. Aber so gut tut die Natur. Das sind auch Pilze, die ich nicht kenne. Ich möchte jetzt nicht zeigen, aber weiter, ne? Judas-Ohren. Ein Hotspot suchen wir uns noch mal und dann geht's weiter zum Stadtgarten, okay? Da könnt ihr sehen, hier wachsen jede Menge. Also Hotspot habe ich definitiv erwischt. Ach, guck mal, da unten auch. Da auch, die sehen ein bisschen über der Zeit aus. Hier auch wieder Judas-Ohren. Da. So, das war jetzt auf jeden Fall ein Hotspot. Klar, das waren jetzt nicht wirklich viele. Ich habe hier aber überall am Wegesrand habe ich hier was gefunden. Und in der Richtung war ich noch gar nicht unterwegs. Da sehe ich schon ein paar Bäumchen, die in Frage kommen. Da war da bestimmt noch mehr auf mich. Ach,
Ihr seid ja süß. Total süß. Oh, die sind so niedlich. So, ihr Lieben, ich bin jetzt zu Hause, nicht im Stadtgarten, denn ich bin fix und foxy. Es wäre jetzt noch ein ewig langer Fußmarsch gewesen, nicht nur hin, auch zurück. Ich kann einfach nicht mehr. Meine Füße haben mich jetzt so weit getragen, aber weiter geht einfach nicht mehr. Jetzt ist weite Erholung angesagt. Wahrscheinlich werde ich noch einen kleinen Einkauf machen müssen. Ja, aber dann war es das auch. Ansonsten ruft und schreit das Bett. Zum Thema Stadtgarten. Ich habe da ja schon mal ein Video gedreht und die Neuigkeiten kann ich euch auch von hier aus mitteilen. Denn das hat alles soweit geklappt mit dem Grundstück. Wer das Grundstück noch nicht kennt, ich verlinke euch das mal oben rechts. Im Video habe ich euch erzählt, dass es um Drittel oder die Hälfte geht, was nachher gepachtet wird. Und es ist jetzt anders. Es ist doch das ganze Grundstück. Sprich, wir mussten ja einen Träger finden. Die Finanzen mussten geklärt sein. Ja, ein paar Unterschriften geleistet. Die Tinte ist trocken. Da ging es um den Verpächter, den Pächter, also den Träger. Und letztendlich die Stadt, die da Unterschriften leisten mussten. Und ja, wir sind alle zusammengekommen. Wir hatten ein paar Termine, es wurde hier gesprochen, dort gesprochen. Papierkram hier, Papierkram da. Soweit sind wir jetzt durch, was das Pachtthema angeht. Es geht aber weiter in Sachen Fördergelder, da bin ich noch voll drin. Da bin ich zum Glück nicht alleine. Wir haben jetzt zu zweit angefangen und wir zwei kümmern uns gerade um die Fördergeldergeschichte. Kostenvoranschläge und so weiter und so fort. Da gibt es noch ein bisschen was zu sammeln, aber am 15. da ist so die Deadline. Danach kann ich da ein bisschen mehr aufatmen und hoffentlich auch mal zur Ruhe kommen. Und ja, und irgendwann geht's dann halt los. Das wird sich zeigen. Ihr könnt mit dabei sein. Es wird ja auch einen neuen Kanal geben, wie angekündigt. Und ja, aber alles zu seiner Zeit. Also, wir haben Grundstück, wir haben die Pacht, wir haben Träger, Finanzen sind auf einem guten Weg. Ja, und alles andere wird kommen. Für heute soll es das gewesen sein. Ich bin jetzt so langsam im Schlafmodus. Ich bin Kupolo müde. Ja, ein, zwei Pflichten noch, dann darf ich. Okay, ich wünsche euch was. Schönen Samstag noch oder schönen Sonntag. Weiß nicht, wann ich da Lust und Laune zu finde, da irgendwie noch was zu schaffen, ob ich nachher überhaupt noch Luft finde, das irgendwie ja, zu schneiden und hinzukriegen. Wird sich euch zeigen. Also bei mir ist es heute der Samstag, der 11., glaube ich, müsste das sein. Der 11. Januar, ja. Ist nicht immer so. Mal braucht man ewig für einen Film zum Schneiden und mal geht das echt fix. Ich hoffe, das wird jetzt ein fixeres Band werden. Ja. Genießt den Tag, genießt den Abend. Ich bin raus. Tschüss, euer Lars.